Die Lübbering Umwelttechnik wurde 2003 als Nachfolger der HSB Umwelttechnik gegründet und versteht sich heute als Handelspartner für Systemlösungen für die Zielgruppe und Zielmärkte Mineralölwirtschaft, aber auch für die chemische Industrie und den Telekommarkt. Darüber hinaus versuchen wir uns natürlich auch mit neuen Technologien zu beschäftigen, weil wir wissen, dass der Tankstellenmarkt sich in den nächsten Jahren noch wandeln wird und wir natürlich uns auch für die Zukunft gut aufstellen wollen. Das heißt, wir beschäftigen uns damit entweder mit unseren bewährten Produkten, die wir seit vielen Jahren herstellen, neue Zielmärkte zu erreichen oder aber natürlich auch neue Produkte zu entwickeln, um hiermit unser Unternehmen für die Zukunft und für nachfolgende Generationen gut aufzustellen. Wir stehen hier bei unserem Produkt Apfelschlauchsicherungssystem, GRSS. Das System sorgt hier in Deutschland für ein gesichertes Ablassen vom Tankwagen in den Tank. Es überprüft, ob das richtige Medium angeschlossen ist, damit hier nicht beispielsweise Diesel in einen Superbleifreitank abgelassen werden kann. Gleichzeitig prüft es natürlich auch, ob die Schlauchverbindung sicher hergestellt ist. Ist eines dieser Sachen nicht geschehen, so wird der Tankwagen blockiert und ein Ablassen, ein gesichertes Ablassen ist damit dann nicht möglich. Ein weiteres Produkt bei uns im Haus ist der Automatikverschluss im Bereich der Armaturen, die wir auch herstellen und vertreiben. Der Automatikverschluss sorgt dafür, dass der Tankwagenfahrer am Füllrohr mit einer Hand den Deckel öffnen kann und beim Anschlagen des Schlauches wird der Deckel aus der Arretierung gehoben. Das sichert, dass wenn der Beladevorgang beendet ist, der Deckel automatisch gas- und wasserdicht verschließt, was letztendlich auch durch den Gesetzgeber so gefordert wird. Ja, hier haben wir unser Volumenprodukt WAD3 mit angegossenen Betonkranz. Wir haben hierfür die erforderlichen Zulassungen nach EN 124 gefertigt mit DEBT-Zulassung und 40 Tonnen Punktbelastung. Das Produkt exportieren wir in über 15 Länder innerhalb und außerhalb Europas. Es hat sich viele tausend Mal im Markt bewährt und befindet sich bei zahlreichen Mineralölgesellschaften im Tankstellennetz. Wesentliche Qualitätsmerkmale bei unserer Produktgruppe WAD3 mit Betonkranz sind, dass wir alle beweglichen Teile, wie hier ganz gut zu erkennen, grundsätzlich in Edelstahlausführung verbauen. Damit sind die deutlich besser gegen Korrosion geschützt und natürlich auch von der Haltbarkeit haben sie dort deutlich länger Freude dran. Da sind wir einer der wenigen Hersteller, die das machen. Das hat auch den Vorteil, dass alle beweglichen Teile einzeln austauschbar sind. Das heißt, in einem Schneeflugschadenfall, beispielsweise im Winter, haben Sie die Möglichkeit, hier einzelne Komponenten auszutauschen, das Ersatzteil bei uns zu bestellen und müssen nicht automatisch den kompletten Betonkranz austauschen, was natürlich deutlich mehr Zeit und Geldaufwand bedeuten würde. Einer unserer neuen Produktbereiche ist der Vertrieb von unterirdischen und oberirdischen Lagerbehältern, die wir nicht nur in der Mineralölindustrie anbieten, sondern auch im Bereich der chemischen Industrie, wie aber auch in der Landwirtschaft mit oberirdischen Behältern für Düngemittel. Wir arbeiten hier mit einem polnischen Hersteller, der Firma Econstal, zusammen, die seit 60 Jahren im Behälterbau tätig ist und über sehr gute Erfahrungswerte verfügt. Und erhoffen uns hier natürlich weitere Möglichkeiten, unser Produktportfolio weiter auszubauen und auch damit neue Märkte zu erzielen. Die Behälter der Firma Econstal zeichnen sich durch einen sehr hohen Qualitätsstandard aus. Wir wollen das hier mit dem Modell hier auf der Messe einmal nochmal darstellen. Die Außenhülle ist Endopren beschichtet, aber nicht nur die Außenhülle, sondern auch das aufgesetzte höhenverstellbare Stahlteil ist außen und innen Endopren beschichtet. Und um das Ganze hier auf der Messe einmal darstellen zu können, haben wir uns hier für ein solches Modell entschieden, da die Behälter ja im Normalfall Größenordnungen haben, die wir hier in der Halle gar nicht ausstellen können. Wir haben damit einen sehr guten Zuspruch gefunden, ein sehr gutes Feedback bekommen von unseren Kunden und können auch schon auf erste Referenzen verweisen, wo wir diese Behälter im vergangenen Jahr hingeliefert haben. Wir sind natürlich nicht nur Handelspartner und Hersteller für innovative Systemlösungen im Bereich des Domschachtes, sondern seit 2006 haben wir auch eine eigene Serviceabteilung, mit der wir im Tankstellennetz für die unterschiedlichen Gesellschaften Sanierungsarbeiten anbieten, die wir nach WHG und unter Berücksichtigung des HSSE gerne ausführen. Hier kommt es häufig zu individuellen Sonderlösungen, wo wir Aufmaße vor Ort aufnehmen und nach Aufmaßerstellung ein Produkt speziell für den Einsatzfall. Hier haben wir eine Beispiellösung fertigen und dann mit unserem eigenen Serviceteam den Austausch vornehmen. Ja, pünktlich zur Messe haben wir noch unsere neue Website fertiggestellt.
zu der wir Sie natürlich gerne herzlich einladen wollen, auf der Sie alle wichtigen Informationen auch nochmal detailliert finden. Und auch ein Download-Bereich steht da für Sie bereit, wo Sie alle Informationen sich entsprechend runterladen können. Wir freuen uns natürlich auch über jeden persönlichen Kontakt. Sprechen Sie uns bitte einfach an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.